Und willkommen zurück wieder bei einer weiteren Folge Going Home. Wir sind noch immer in diesem Haus. Leider musste ich letztes Mal die Aufnahme abrupt unterbrechen und ich muss mich gleich mal für ein paar Sachen entschuldigen. Und zwar bei den letzten vier Folgen hat es übelst zum Teil geruckelt an manchen Stellen, wenn ich irgendwo durchs Haus gelatscht bin. Aber andererseits muss man auch sagen, es war eigentlich auch wirklich, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Also das fragt man sich immer so, woran es gelegen hat. Nee, aber ich habe bei OBS wieder ein bisschen Umstellungen aktiviert. Also es könnte sein, dass diese Folge jetzt nicht so eine schöne Quali hat. Andererseits muss ich auch sagen, es ist nicht viel Spannendes. Also wenn es ruckelt, ich bin dann meistens irgendwo lang gelatscht zum nächsten Zettel. Und wenn ich gelesen habe, dann war eh nur ein Bild. Ja, und letztes Mal musste ich halt automatisch beenden, weil die Platte vollgegangen ist. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen freien Platz, weil ich habe jetzt ein bisschen viel vorproduziert für das ganze Jahr noch, für das restliche Jahr noch und so weiter. Und für ein paar weitere Spiele sind noch auf der Platte und die werden jetzt nach und nach online gehen. Und ich habe in der letzten Folge, also davor, bevor ich in diesen Raum gegangen bin, ist die Platte vollgelaufen. Und ich habe dann das Tor geöffnet, weil es wurde uns gesagt, hier ist eine Geheimtür, die ich dann kurz gesucht habe und dann auch schon gleich gefunden habe. Und dann habe ich eh schon gesehen, dass die Platte voll war. Naja, wir sind jetzt dann hier vor dem Tor hinunter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt da vorsichtig runter. Okay. Hier ist ein Brief. Geisterjäger Aufzeichnung. Hauserkundung. Versteckter Lagerfächer, entdeckt 3. Bibliothek, Flur im Obergeschoss, Foyer. Beweis für das Übernatürliche gefunden 0. Was ist denn das? Warte mal, Text. Okay, warte mal, das ist. Ist das nicht unten im Arbeitszimmer? Diese Tapete? Foyer unten. Das, da, wenn man bei Foyer links, da ist doch das Arbeitszimmer gleich, oder nicht? Oder war da ein Badezimmer oder irgendwas? Irgendwo in der Ecke oder sowas ist irgendeine Geheimtür. Versteckte Lagerfläche auf der Karte markiert. Drücke 2 oder M, sie anzusehen. Hier ist eine Geheimtür. Oh, Kreuz nehmen. Steht da oben. Das Licht ist ausgegangen. Und Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ich leg das einfach mal hier hin. Mach da mal zu. Ich glaube, jetzt haben wir was ganz, ganz Böses ausgelöst, liebe Kinder. Panel öffnen. Ja, das ist hier das Panel. Aber wo ist denn das andere? Hier liegt nur alles genauso rum. Also sind ein paar Stunden vergangen, wo ich habe derzeit das Spiel pausiert. Ich bin wahrscheinlich schon bei einer Spielzeit von 10 Stunden oder sowas, weil ich den restlichen Tag derzeit die ganzen Videos hochgeladen habe und unterwegs war, jetzt wieder zurückgekommen bin und aha. Und jetzt endlich was weitermachen kann. Flyer ansehen. The Misfits Samstag, 29. Oktober plus Special Gu Guests Maid Head Stygia 306W Franklin Street. Wir suchen ja nur immer einen Code. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since.
I hope we have the chance to talk before I explode. Okay, das würde jetzt. Oh Gott, das wurde jetzt auch hinzugefügt. Ich weiß nicht, was ich mich mit dem Kreuz machen soll. Ich gehe da lieber nicht mehr mit dem herum, bevor hier alles ausgeht. So, jetzt haben wir hier wieder ein Lebenszimmer. Warte mal, Karte, hier war doch immer so. Okay. Hier, das haben wir jetzt geöffnet, oder nicht? Das war hier in der Ecke. Und hier? Das muss doch draußen im Gang sein, oder nicht? Aber die Frage ist, wo? Kurz vor dem Foyer, hier auf der linken Seite. Hier ist nichts. Lag das schon vorher da? Hätte ich das auch vorher schon nehmen können? Zeit der Schnipsel mit Kombination nehmen. 50, 1. Zweiter Schnipsel? Wo ist der erste? Das ist wahrscheinlich für den Spind oben. Right time stop. Okay, ja, ich habe noch nicht ich brauche nicht den anderen Teil. Hälfte von Snaps Spindkombination in den Rucksack gepackt. Geschichte lesen. Der Himmel am Ende der Welt. Privat nicht lesen. Der grüne Gletscher Teil 2. Samantha Greenbread, 9. Klasse, 1.12.92. Darf ich das überhaupt lesen? Wenn sie da steht, in ganz rot geschrieben. Ach du Scheiße, das ist ein Buch. Allegra und ihre Erkundungstruppen spähten vorsichtig von ihren Hochsitz in Geest der Bäume aus durch die dichte Decke aus raschelnden Blättern. Nur einige Meter entfernt wurde strahlend helle Sonnenlicht von den inneren Eiswänden der Gletschermulde in der Wald wuchs reflektiert. Es war in der Tat ein merkwürdiger Anblick, solche Üppigkeit in der Nachbarschaft kalter Eisformationen. Allegra sprang ohne Zögern vorwärts durch die hohen Äste. Der erste Offizier war vom. War das gerade normal? Das Sound, das Geräusch kannte ich gerade nicht. Amazonenstamm des grünen Gletschers gefangen genommen worden. Sein Leben hing am Seidenfaden. Wir müssen uns beeilen. Ihre Mannschaft folgt ihr und sie bewegt sich so leise wie ein Windhauch durch die Vegetation. Allegra landet auf der Lichtung und rief, halt, sie sah die Königin der Amazonen auf ihren Podest stehen, ihre Finger nach den Hebel greifen, der ihren ersten Offizier in den Bottich unten unter ihm fallen lassen würde. Sie rief nein und er schleuderte ihren Säbel auf die Hand der Amazonen, doch es war zu spät. Der erste Offizier schrie, als er auf das Wasser zufiel, dann tauchte er ein und war auf unheimliche Weise still. Allegra konnte ihren Blick nicht abwenden. Sie war wie erstarrt durch die Furcht und Reue. Sie war einen Augenblick zu spät gewesen. Aber dann begann etwas aus dem Bottich aufzutauchen. Ein Schopf braunen Haares sowie das der erste Offiziers. Dann die Schultern und Ärmel seiner Jacke völlig durchnässt. Aber wie die Gestalt dort stand und das Wasser an ihr herunterlief, wurde Allegra bewusst, dass der erste Offizier sich verändert hatte. Er war nicht länger ein Mann. Stattdessen, was sie sah, waren die Augen des Gesichts, das Haar und die Hände und der Körper einer Frau noch immer in der Kleidung des ersten Offiziers. Nur immer der erste Offizier. Er, sie, sprach mit einer sanften, hellen Stimme. Captain, die Königin der Amazonen sagt, sie ist nun eine von uns, sie gehört uns. Allegra zog ihre magischen Vorderlade aus und Gürtel und ihre Crew macht die Sperrte bereit. Allegra starrte der Königin in die Augen und sagte, das ist die Liebe meines Lebens und du kannst sie nicht haben. Okay, wir sind noch am Leben. Ja, und jetzt? Ich brauche den zweiten. Hier haben wir beide. Das war für unten. Oder nicht? Nee, das ist oben. Gegenüber von Sams Zimmer ist noch irgendwas in der Wand. Alter, wie viel Verstecke, wie viel Geheimgänge. Das Haus ist komplett random. Das hat so ein bisschen das Shiny. So, warte, wo? Sams Zimmer, also da, wo neben dem Badezimmer. Neben dem Badezimmer auf der linken Seite. Ja. Da ist ein Ouija-Brett drin. Ich lese mal die Notiz. Erstens, hallo, hallo. Zweitens, wer bist du? Oscar. Drittens, was willst du? Zurückkommen.
Zweiter Schnipsel, 0. Okay, kann ich das jetzt zusammenfalten irgendwie? Da, ja. Ich habe es zusammen in dem Inventar. Die vollständige Kombination für den Spind in Sams Zimmer. To open. Okay. Red free time stop. Okay, ja, wir müssen einfach nur die Nummer eintippen. Das haben wir gelesen. Und wieso haben wir jetzt hier ein Uja-Brett? Das will ich ungern eigentlich angreifen. Okay, warte, was für die Kombination? 0501. 0501. Zigarettenschachtel. Ich habe hier sowas von Angst. Schlüssel nehmen. Für was ist denn das? Basement für den Keller. Hilfe. Wir kommen noch in den Keller. Mann, Sam. Gentleman, das Magazin für Männer, Juli 1994. Die große UFO-Vertuschung. Spezial Shannon Doherty. Exklusive Interview mit Medienmogul David Geffen. Endlich Gillian Anderson. Irgendein Buch, okay. Oder Magazin, eher besser gesagt. Und das ist Sam. Oder ne, Loney 94. Ist Sam Loney? Und, oder wie, oder was? Es war alles in Ordnung. Loney came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say. But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Mm-hmm. Wenn mir diese bedrohliche Musik kommt. Das wäre so, oh Gott. How you can do that? Okay, okay. Kellerschlüssel in den Rucksack gepackt. Alles klar. So, wir müssen jetzt... Warten, der war ja unten. Da hinten, ja, da war die verschlossene Tür. Aber ob wir hier auch reinkommen? Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine versteckte Schlüssel. Nur ich habe alle übersehen. Oder wir finden ihn noch. Weil es müsste auch noch einen Schlüssel geben für den Dachboden. Und für hier. Der wird sicher hier drin sein für den Dachboden und im Keller für das andere Teil vom Haus. Alter, das... Boah. Spielzeit hieß es eigentlich 2 Stunden. Ich weiß es nicht. 4 Folgen, 20 Minuten, 20 bis 30 Minuten teilweise. Guck mal doch ein bisschen mehr. Liegt aber vielleicht daran, dass ich alles mir genauer anschaue. Okay. Boah, warum ist denn da immer so finster alles? Wieso denn? Also ich gehe da nie dunkel hinunter. Vor allem, wieso ist das Licht denn hier? Boah, hier war aber schon ewig nicht mehr jemand, oder? Sieht sehr verlassen aus alles. Aktenordner, Chips. Hier liegen Chips. Oh. Kann man gut Partys feiern. Also das ist ein Aktenordner. Hier ist eine Notiz. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckende Kartoffel sehr genossen, und obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, was es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute Loney D. Liebe Mrs. De Sotto, erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf den
auf dem Anwesen ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mahl mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenberg. Cola-Dose. Warte mal, war da noch was? Ah, ne, es waren zwei Seiten, okay. Vorne, hinten. Ich gucke auch ein bisschen wieder nach Hinweisen, ob irgendwas hier gibt. Hier ist nochmal schon eine Zeichnung. S plus L. S plus L. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, where it's just quiet and we're alone, we say I love you. Es ist immer wie früher in den Rucksack gepackt. Das ist eine Medaille, eine Austern. Oh Mann, einer meiner alten Arbeiten aus dem Sexualunterricht. Oh Gott. Warte mal, haben wir das nicht schon... Das haben wir doch schon mal gelesen, oder nicht? Das haben wir doch schon oben schon mal gefunden. Ja doch, das haben wir schon oben gefunden. Das haben wir schon oben gefunden, ja. Tafel nehmen. A steht für kreativ, A steht für anmutig, I steht für intelligent, T steht für talentiert, L steht für lebensfroh, I steht für idealistisch, N steht für nett. Ich glaube, das haben wir auch schon gefunden. Ich glaube, die haben einfach hier die zwei Sachen. Katie. Hier ist noch ein Ofen. Ist aber echt arg dunkel. Also wenn hier der Ofen nicht an ist, ist es hier arschdunkel. Okay, hier geht die Lampe noch. Ist einfach ein Loch im Foto. Und der ist hier. Dr. Richard Greenberg, Laurent Professor für Englisch Universität of Oregon 1956. Books, 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 alles voller Bücher. Ein Brief. Sehr geehrte Samantha Greenberg, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 1995 zugelassen. Wir freuen uns außerdem aufgrund Ihres Portfolios und der Schulakte, Ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihre Stundenplan, optionale Zusatzkurse und dem Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Julie Morris, Leiterin Antragsbewilligung. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like, 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Ja, wenn die Schulzeit zu Ende geht, dann ist es meistens schon schade. Manchmal. Joyce, eine umfassende Erörterung, Dr. Richard Greenberg, University of Oregon Verlag. Schmeiß mal weg. Koffer. Da ist ein Zettel drin. 14K Gold, Herzanhänger in zwei Hälften, individuell anpassbar durch bis zu 10 Zeichen, Namen, Daten, Initialen, was immer Sie sich erträumen können.
Als Geschenk verpackt, importiert L plus S. Wurde darauf gekritzelt. Den Brief haben wir gerade gelesen. Da oben ist ein Armee-Rucksack. Habe ich hier auch irgendwas übersehen, weil ich bin ja gleich wieder reingestolpert, weil ich brauche erstmal Licht. Ohne Licht kannst du hier nicht arbeiten. Hier ist ein Buch zum Beispiel. Mal sehen. A Curse in Practical Pharmacy. Aha. Wahrscheinlich gibt es ein Achievement dafür, wenn ich alle, wirklich alle Gegenstände, die ich angegriffen habe, an Ort und Stelle wieder hinlege oder wenn ich die einfach alle irgendwo durcheinander hinschmeiße. Keine Ahnung, es gibt 10 Achievements, was ich gesehen habe, aber ich weiß nicht welche. Bis jetzt haben wir gar keins. Wir haben aber Sammelkarten bekommen. Oh nee. Büro von Dr. Richard Greenbrier. Lieber Terence, vielen Dank für die Exemplare deines Buches, das du mir geschickt hast. Das erste veröffentlichte Werk eines Autors ist etwas ganz Besonderes. In der Thematik habe ich auf jeden Fall meinen Sohn wieder. Was knarzt denn da so? Schon wieder erkannt. Das Werk eines Autors ist eine Extremisierung dessen, was er liebt und was er fürchtet. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war deine Arbeit erfolgreich, aber die Linse, durch die das Persönliche leuchtete, war unnötig getrübt durch Klischees des Genres und unglaubwürdige Die Ex Machina entsprungen aus Science Fiction Schundheftchen. Ich gratuliere dir zum Bestehen dieser Feuerprobe namens Veröffentlichung und bin sicher, dass es viel Anklang finden wird. Ich möchte dich jedoch ermuntern, diese Künstlichkeit abzulegen. Du kannst das besser. Mit der Liebe und dem Zuspruch eines Vaters, Dr. Richard Greenbrier. Das ist ein komisches Buch, Alter. Ich glaube, das ist Moms Einbürgerungskram. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Einbürgerungszertifikat am 20. Juli 1972 hat das Gericht befunden, dass Janice Elizabeth Connolly Greenbrier wohnhaft in 1010 Fifth Avenue Seattle Wash um permanenten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten bittet. Allen zutreffenden Bestimmungen des Einbürgerungsgesetzes entsprochen hat und die Berechtigung besitzt, um Staatsbürgerschaft zu ersuchen. Ihm wird mit sofortiger Wirkung die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zuerkannt. Zur Beurkundung erfolgt die Siegelung durch das Gericht am 20. Juli 1972. Horace E. Culver, Beamter des US-Bezirksgerichts. Also sie hat auch ihre Staatsbürgerschaft von irgendeinem Land abgegeben. Und hat hier in Amerika jetzt die Staatsbürgerschaft. Seit 1972. So, da ist dunkel, da ist Licht. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Vor allem habe ich jetzt hier alles wirklich gesehen. Ich meine, hier sind ja nur Kartons. Die geht ja noch weiter. Ich gehe da mal darüber. Hier alles rumsteht, Junge. Das der Untergrund von diesem Haus, warte mal, Map, ist einfach noch größer, fast genauso groß wie oben. Buch Mansans Apotheker Januar bis Juni 1960. Deckel nehmen. Aha. Da ist da was drin, kann ich da irgendwas machen? Nein. So, viel gibt's ja auch nicht. Postkarte. Hallo Sam, viele Grüße von der Multinow-Fan. Ich bin hier auf so einer dämlichen Klassenfahrt, ausgerechnet jetzt im März, wo es hier in Oregon saukalt ist und nur regnet. Schade, dass du nicht hier bist. Warte mal, du bist hier, denn ich schreibe dir das in Souvenirladen um, ist, da kommst du gerade, L. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave.
The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Genau, okay. Das haben wir auch in den Rucksack gepackt. Hier ist eigentlich gar nichts und hier geht's auch wieder nach oben. Zeitungsausschnitt ansehen. Boone County Register, Freitag, 10. Dezember 1965. Messons Apotheke wechselt den Besitz. Überraschend wurde heute bekannt, dass Messons Apotheke in der Main Street zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung vor 10 Jahren den Besitzer wechselt. Gerüchten zufolge sei der plötzliche Verkauf der Apotheke für einen Spottpreis über die Bühne gegangen. Es wird sogar spekuliert, dass der Verkaufspreis wäre nur ein einziger Dollar gewesen. Danach gefragt, antwortete Mr. Samuel Onstantin, Oscar Masons, langjähriger Assistent und neuer Besitzer von Masons Apotheke, dem Register. Die Details gehen nur Mr. Mason und mich etwas an. Mr. Mason selbst ist krank und stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Masons Apotheke immer noch in den Main Street, aber unter neuer Leitung Foto J. Hayden. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Hinten in einem Schuppen oder was? Okay, da kommen wir wieder ganz hoch. Nee, hoch gehen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal die Etage fertig. Wobei, ich glaube, beim anderen ging es dann auch hoch. Ich weiß nicht. Also, da gab es ja hier noch so einen Raum. Hier gibt es noch so einen Raum mit ein paar Zetteln und Briefen. Glocke läuten. Hier fehlt eine Glocke. Library. Müssen wir wahrscheinlich da finden auch noch. Schrank schließen. Achso. Hä? Hä? Okay. Ganz merkwürdig. Yolanda de Soto, C.O. Hector und Mary de Soto, 718 Valley, Hamburg, Valley de Aragon, La Section, Nezahul, Coyotl, Estate of Mexico, Mexico, 57100, Miss Samantha Greenbrier, N1 Arbor Hill, Boson County, USA, rar. Aha. Cola-Dose, Gutschein, X-Ray, Specs. Hier wird sicher Aufnahmen geben von irgendwas. Hier hinten ist ein Zettel versteckt. Es ist wie eine Droge. Das erste Mal war mitten in der Nacht in meinem Zimmer. Ich wachte auf und Lonnie küsste mich. Die Uhr zeige. Nie im Leben? Warum? Nö, nie im Leben. Das lese ich auf keinen Fall weiter. Nö. Okay. Ich habe nichts geklickt, also es wurde automatisch weggelegt. Ich habe gerade wie immer die Hände dann von der Tastatur genommen und von der Maus, weil ich das dann einfach durchlesen möchte. Okay. Also wenn das jemand jetzt durchlesen möchte, muss er dann halt... Ach, da war eine zweite Seite. Er muss halt dann pausieren und das lesen. Mich würde es jetzt auch interessieren, was da genau vorgefallen ist. Aber, naja. Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Bild gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Ich wusste, dir würde das auffallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur ist hier so völlig anders als zu Hause. Ich stelle mir immer Allegra und ihr ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen, und dann denke ich wieder an dich. Ich liege hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind, aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreicht mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf den Rückweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir um die Wette. Wenn ich vor ihm zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache Unmenge an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen.
To Amor Loni. Oh Gott. Also hier im Keller ist es also gewesen. Und ja, Zettel ansehen. Girl Scout, Farmers, Club Scout, Seltest, Role, Model, Authority, Main, Squeeze, Telling, Stories, Instruction, First, Mate, Self, Girl Scouts, Daniel. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Juwelier Sennwald, Name Samantha Greenbrier, Datum 10.12.1994, Adresse I1 Harbor Hill, 12 TLG, Herzanhänger 05099, Gravierung L plus S 1999, Gesamt 7998. Es bediente sie B. Gabinski, Barzahlung. Hier haben wir jetzt eine Kassette, oh nein. Girl Scout. Let's go, jetzt wird's wieder laut. Halt. Sie kann singen, ja, aber es ist nicht das, was ich hören möchte. Das war jetzt nicht böse gemeint. Terry, 12 Jahre alt, Thanksgiving 1963. Aha. 1957. 1960, okay. Kombination eingeben. Super, hier haben wir eine Kombination. Arbor Hill, Library, Stairs to... Oh, shit. Wie sehen wir denn hier unten aus? Nach oben. Und hier geht es noch weiter. Kommen wir denn hier auch raus überhaupt überall? Hm, funktioniert nicht. Spielzeug nehmen. Wie laut. Erstmal mehr raus, aber also ist ein Zettel. Ich gehe mal ins Licht ein bisschen, damit ich hier was lesen kann. Bestellung dieses Monats: zweite Kisten Brandy, zweite Kisten Rum, ein Fass Whisky. Gouverneur immer noch sehr zufrieden mit Boone County. Glaube, diese Vereinbarung sollten eine Weile Bestand haben. WR März 23. Ich keine Taschenlampe oder sowas, ein Handy oder an die Handy gibt es ja noch gar nicht. Eine Taschenlampe wäre sehr angebracht. Mehr hat der Raum nicht. Und der Kombination brauchen wir hier. Die wird aber hier auf der Map irgendwie nicht angezeigt. Wie viel stellig ist der? Vierstellig. Puh, Thanksgiving 1930 vielleicht? 1963? Ja. Wahrscheinlich gibt es irgendwo anders noch einen Hinweis, aber keine Ahnung, ich habe das jetzt einfach mal random eingetippt. Irgendwo muss man anfangen, keine Ahnung, das ist irgendeine Flüssigkeit. Schachtel nehmen. Solution of Morphitherapy. Was das ist. Flasche nehmen. Oil of Clove. Das ist ein Faden. Aquatil. Noch mehr von dem Zeug. Was haben wir hier noch?
Hydrogenperoxide. Eine Spritze. Noch eine Spritze. Ach du Scheiße. Brief lesen. Oscar Mason, 1. Arbor Hill, Boone County, Ori, 97141, zurück an Absender. Mary Greenbrell, 21221, Elise Avenue, Olympia Wash, 98501. Schwesterherz, ich schreibe hier, was auf die eine oder andere Weise mein letzter Appell sein soll, der unbeantwortet bleibt. Ich fühle mich wie ein Gefangener auf einer Insel ohne einen Kerkermeister, ohne eine einzige Menschenseele zur Gesellschaft, nur meinen Geist sich selbst ergründet, endlos nach Erlösung suchend. In den Jahren seit meiner Verfehlung habe ich nicht nach Absolution ersucht, nur nach einfacher Vergebung. Mit guter Absicht habe ich mich selbst von jeglicher Versuchung entfernt, geopfert, um meiner Hingabe auf jeder erdenklichen Art zu beweisen. Seit Mutters Dahinscheiden habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht als Anerkenntnis durch meine eigene Familie. Wieder als Mensch behandelt zu werden, wieder eine Luft zu atmen, erfüllt vom menschlichen Geist. Durch Gnade kann selbst eine Schurke wie ich errettet werden. Aber ich erwarte es nicht, erhalte ich keine Antwort, soll ich es von nun an meine Strafe akzeptieren und eines Tages einfach vergehen. In brüderlicher Liebe, Oscar Mason. Ja, okay. Wo sind wir jetzt?